So, meine Damen und Herren, Urheberrecht, letzte Folie. Das heißt, wir machen das Urheberrecht heute rund und können dann nächste Woche endlich hinüber switchen ins Kennzeichenrecht, dort insbesondere Markenrecht, wo sich die Kategorien ordentlich ändern werden. So viel kann ich, glaube ich, schon mal ankündigen. Aber die Matrix, sie wird auch im Kennzeichenrecht grundsätzlich Bestand haben. Aber das ist Stoff von nächster Woche. Was diese Folie jetzt betrifft, so handelt es sich, wenn ich das so sagen darf, um eine Art Lumpensammlerfolie. Also ich räume jetzt sozusagen die Krümel auf, die im Urheberrecht nach all den vorhergegangenen Folien noch übrig geblieben sind. Wenn Sie auf diese drei Stichwörter gucken, die da angeführt sind, da ist am Ende natürlich die Schutzfrist, worüber Sie aber die wesentlichen Dinge bereits wissen. Und dann haben wir noch die Rechtsübertragung, also die Lizenzierung von Urheberrechten. Vielleicht gebe ich Ihnen schon einmal das zentrale Stichwort, nämlich die sogenannte Zweckübertragungslehre. Oder eigentlich sollte man besser sagen, sie wird immer Zweckübertragungslehre genannt, aber es ist eigentlich eine Norm, eine Vorschrift, also die Zweckübertragungsregel, müsste man eigentlich sagen. Da kommen wir dazu. Und am Anfang die Rechtsverletzungen, wobei, wenn ich es mir genauer überlege, haben wir die Rechtsverletzungen ja schon gemacht. Darum sollte man richtigerweise eigentlich sagen, was jetzt kommt, sind mir nicht mehr die Rechtsverletzungen als solche, also die Verletzung der Ausschließlichkeitsrechte, Persönlichkeitsrechte, Verwertungsrechte, körperlich, unkörperlich, es dürfen keine Schranken eingreifen, etc. etc. Das haben wir wirklich gehabt, sondern was ich mir jetzt an erster Stelle anschauen werde, sind die hieraus erwachsenden Ansprüche. Beziehungsweise halt, stopp. Gleich, ich mache das gleich mit den Ansprüchen. Aber vorher, wenn ich schon am Korrigieren von dieser ersten Folie bin, jetzt habe ich gerade korrigiert die erste Zeile da, Ansprüche aus Rechtsverletzung. Und wissen Sie was? Ich korrigiere jetzt auch noch die zweite. Ich mache aus der Rechtsübertragung, weil das nämlich schöner und treffender ist, eine Rechtseinräumung. Ist das nicht ein tolles Wort? Warum ich das mache, das lernen Sie dann gleich, wenn ich bei der Rechtseinräumung angekommen bin. Aber jetzt die Ansprüche. Und die alles entscheidende Norm ist der Paragraph 97 Urhebergesetz. Vielleicht ein paar Wörter zu denkbaren künftigen Klausuren, die Sie dann zu schreiben hätten. Ich habe in der allerersten Folie schon mal gesagt, dass ich es hier in meinen Immaterialgüterrechtsklausuren nicht so ernst nehme mit dem Gutachtenstil, mit dem hundertprozentigen Klausuraufbau etc. etc., weil wir Masterstudierende hier drinnen haben, die nicht bei mir im BGB gewesen sind, nicht im Gesellschaftsrecht bei uns waren und die da möglicherweise nicht so, sich da nicht so wohl drin fühlen. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich eine korrekte, optimale Prüfungsform und die beginnt in allen privatrechtlichen Streitigkeiten und das Immaterialgüterrecht gehört zum Privatrecht, beginnt mit einer Anspruchsgrundlage. Und diese Anspruchsgrundlage ist im Urheberrecht der Paragraph 97 und in der Überschrift sehen Sie es ja bereits, zwei große Richtungen. Zum einen Unterlassung, auch
Das habe ich in der ersten Folie bereits gehabt, also sozusagen die Verkörperung des Ausschließlichkeitsrechts. Lass das. Und zum anderen der Schadensersatzanspruch, der gegebenenfalls daneben auch noch in Betracht kommt, allerdings unter der Sondervoraussetzung des Verschuldens. Hierzu zwei Erklärungen. Die erste ist die: Im ganzen Immaterialgüterrecht finden Sie Vorschriften, oder nicht im ganzen, in jedem Immaterialgüterrecht finden Sie Vorschriften, die so ähnlich strukturiert sind wie dieser hier. Also Sie haben 14 Markengesetz, Sie haben sowas Ähnliches im Designgesetz und Sie haben hier eben den 97 Urhebergesetz, wo also geregelt ist, falls ein Dritter mein Immaterialgüterrecht verletzt, was ich, das Urhebergesetz oder ich, das Designgesetz oder ich, das Markengesetz, ja vorher alles genau erklärt habe, was man darf und was man nicht darf und wann Schranken eingreifen, wann keine eingreifen. Falls also schlussendlich eine Verletzung vorliegt, dann gibt es die Möglichkeit, an erster Stelle Unterlassung zu verlangen und gegebenenfalls noch einen Schadensersatzanspruch obendrauf. Zweite Bemerkung. Daneben bestehen gegebenenfalls je nach Rechtsgebiet weitere Ansprüche. Man kann über ungerechtfertigte Bereicherung nachdenken, man kann über Vernichtungsansprüche, man kann über Auskunftsansprüche, man kann über, jetzt fällt mir gerade nichts weiteres ein, noch verschiedene andere Nebenansprüche nachdenken, aber für uns hier in diesem Rahmen sollen es diese beiden sein und unter uns, auch das ist das, was wir vor Gericht haben. Wenn wir eine Klägerin haben, die sagt, du hast mein Urheberrecht verletzt, du hast mein Markenrecht verletzt, dann ist das Erste, was sie wollen, lass das, Unterlassung. Und das Zweite, was die gegebenenfalls vielleicht noch obendrauf wollen, ist Schadensersatz. Das heißt, das sind die beiden typischen immaterialgüterrechtlichen Ansprüche des Rechtsinhabers. So, jetzt zur Struktur, und das ist sozusagen Basic, und das ist in gewisser Weise Basic, wenn Sie so wollen, Zivilrecht. Ja, man kann ja das ganze Immaterialgüterrecht als besonderes Deliktsrecht lesen, wenn man das möchte. Und hier gibt es einige Erinnerungen daran. Sie haben 97.1 auf Unterlassung da in der vorletzten Zeile, also den Unterlassungsanspruch. Und dann haben Sie 97.2 Schadensersatz. Und Sie sehen, den kann ich nur verlangen gegenüber jemandem, der die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vorgenommen hat. Und jetzt behaupte ich wieder, das sei Allgemeinbildung. Vorsatz und Fahrlässigkeit kann man in einem Konzept zusammenfassen, nämlich wer die Handlung schuldhaft vorgenommen hat, schuldet Schadensersatz. Hierin drückt sich ein allgemeines Prinzip unseres deutschen Haftungsrechts aus, das da lautet: Schadensersatz nur bei Verschulden oder Verschulden meiner Erfüllungsgehilfen im Falle des Vertretenmüssens nach 278, 276, 280 Absatz 1 Satz 2 BGB. Das ist jetzt aber gerade nicht interessant. Also Schadensersatz nur bei Verschulden, wenn ich es nicht mit einem Fall der Gefährdungshaftung zu tun habe. Durchsage für uns hier im Immaterialgüterrecht: Wir haben es hier nie mit Gefährdungshaftung zu tun. Gefährdungshaftung ist was für Tierhalter, ist was für Straßenverkehrsrecht, also für Kraftfahrzeughalter, ist was für Produkthaftung, also Hersteller, ist was für Atomkraftwerksinhaber oder solche Fälle, die allesamt im Immaterialgüterrecht keine Rolle spielen. Das heißt, wir können uns darauf verlassen. Jetzt hoffe ich, dass ich es schön kurz und knapp formulieren kann. Wir können uns darauf verlassen. Wenn eine immaterialgüterrechtliche Rechtsverletzung vorliegt, gibt es sowieso einen Unterlassungsanspruch und bei Verschulden auch noch einen Schadensersatzanspruch. So, das war die Vorrede. Dann schauen wir uns die Vorschrift
an. Ich kündige jetzt bereits an. Ich habe zum Absatz 1 relativ wenig zu sagen. Zum Absatz 2, das sehen Sie auch da unten schon unter klein b am Ende der Folie, da einiges mehr. Einiges mehr. Da gibt es ein paar Storys und ein paar Erläuterungen zu dem Schadensersatzthema. Nochmal Klausursituation. Ja, also ein Fall, den ich jetzt in der Klausur typischerweise stellen würde, wäre ungefähr so. Ich improvisiere jetzt. Sie sind der Rechtsanwalt Rudi Rathlos und zu Ihnen kommt der Rechtsinhaber Ignaz Isensee und der beschwert sich darüber, jemand habe sein Urheberrecht verletzt und fragt Sie nach seinen Rechten und er will unter allen Umständen, dass das nicht mehr passiert und zweitens will er vielleicht sogar Schadensersatz haben, dann wäre Ihre Klausur so gegliedert, dass Sie Groß A, der Isensee könnte gegen den Verletzer Frau einen Anspruch auf Unterlassung aus 97 Absatz 1 Urhebergesetz haben und dann später Groß B und er könnte außerdem eventuell einen Anspruch auf Schadensersatz aus 97 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz haben. Also das ist jetzt sozusagen schulmäßig mit Schleifchen und Zückerchen und so, der Versuch, das so akkurat wie möglich zu machen. Und das haben Sie jetzt aber schon verstanden. Und in diese Prüfung kommt dann die Matrix rein. Ja, ich hoffe, das muss ich jetzt nicht alles nochmal erklären, aber dann wird es also losgehen. Jetzt hat er einen Anspruch auf Unterlassen? Fragezeichen nach 97.1 und dann geht es los. Erstens müsste es sich um ein schutzfähiges Werk handeln. Zweitens Urheberrecht entstanden. Drittens müsste ein entweder Persönlichkeitsrecht oder Verwertungsrecht. Viertens keine Schranke. Also all das, was wir miteinander gemacht haben. Und dann könnten Sie eben, das hoffe ich, schön beantworten. Und es wären eben so Konstellationen wie, da hat jemand die von mir vertriebene Software rechtswidrig kopiert oder er hat meinen Text vom halbtoten Hund auf seine Facebook-Seite gepackt oder er hat irgendwas anderes Urheberrechtswidriges gemacht. Das wäre also die Ausgangskonstellation. Wenn man den 97.1 liest, dann bleibt es, obwohl da immerhin vier Zeilen drin stehen, bleibt es im Grunde bei dem, was ich vorhin gesagt habe, der Unterlassungsanspruch besteht bei einer Rechtsverletzung sowieso. Wer Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht, damit sind insbesondere die verwandten Schutzrechte gemeint, die uns aber nicht so sehr interessieren müssen, außer bei den Lichtbildern, Sie erinnern sich, widerrechtlich verletzt, ja okay, nicht aus Notwehr, nicht mit Einwilligung, nicht mit Lizenz, ist auch jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, kann vom Rechtsinhaber bzw. Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, wird uns nicht so sehr interessieren, bei Wiederholungsgefahr, das steht aus dogmatischen Gründen da drin, das schleppen wir seit dem vorletzten Jahrhundert mit, auch da können Sie davon ausgehen, das ist eigentlich gegeben. Damit ist die Message echt die. Wer ein Urheberrecht verletzt, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Punkt. Keine weiteren Voraussetzungen. Und Sie haben ja an den Voraussetzungen schon genug zu prüfen, wenn Sie durch die ganze Matrix durchgehen. Wenn Sie sich also erstmal überlegt haben, ist der Satz früher war mehr Lametta überhaupt urheberrechtsschutzfähig? Ist er nämlich nicht. Siehe oben. So. Dazu echt nicht mehr. Unten unter klein a steht, Unterlassung als immaterialgüterrechtlicher Kernanspruch wird also für alle anderen Rechte des geistigen Eigentums und für das Kennzeichenrecht ebenfalls gelten. Und ich glaube, das habe ich jetzt ungefähr 100 Mal gesagt. Und damit ist es auch durch. So, jetzt kommt der Schadensersatz. Und da werden sich uns zwei Themen stellen. Erstens. Schon nochmal ein paar Worte zum Verschulden im Immaterialgüterrecht. Und zweitens diese dreifache Schadensberechnung. Das wird mir wichtig sein. Und ich sage das Zauberwort klausurrelevant.
zum Verschulden und zum Verschuldensmaßstab. Und insbesondere, wenn ich sage Verschuldensmaßstab, dann meine ich damit eigentlich Fahrlässigkeitsmaßstab. Also, wer Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ich lese den 97 Absatz 2, ist zum Schadensersatz verpflichtet. Vorsatz und Fahrlässigkeit zusammengenommen Verschulden ist bekannt. Vorsätzliche Immaterialgüterrechtsverletzung ist natürlich gut denkbar, aber ebenso auch unproblematisch. Ich meine, wenn jemand mit Absicht Piraterieware importiert oder wenn jemand mit Absicht das von mir gehaltene Computerprogramm crackt und kopiert oder wenn jemand mit Absicht irgendwelche Dinge tut, dann habe ich kein Problem und Sie haben in der Klausur auch kein Problem. Das ist also nicht, also das ist trivial. Fahrlässigkeit, darüber würde ich vielleicht noch drei Dinge sagen. Also das erste ist einfach nur Gesetzestechnik. Was Fahrlässigkeit ist, steht im BGB und zwar dort in 276 Absatz 2 und da steht drin, ich zitiere frei, fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Das heißt, Fahrlässigkeit ist Sorgfaltswidrigkeit. Das heißt, man muss sich in Wirklichkeit nicht überlegen, warst du fahrlässig, sondern man muss sich überlegen, was hättest du getan oder nicht getan, wenn du sorgfältig gewesen wärst. Das ist natürlich, da ist man hinterher genauso schlau wie vorher, ja, aber man hat es zumindest mal rechtstechnisch einigermaßen schön aufgefächert. Dazu, was sorgfältig ist oder nicht sorgfältig ist, das mag jeder unterschiedlich beurteilen. Wir haben auch hier nicht wie in 280.1.2 BGB eine Vermutung oder sowas ähnliches, sondern die Fahrlässigkeit muss als solche dargelegt und begründet und gegebenenfalls bewiesen werden. Es gibt allerdings eine ganze Menge Anhaltspunkte, die dann Minimum für Fahrlässigkeit sprechen. Damit Sie nicht völlig sozusagen völlig schwimmen bei der Beurteilung der Fahrlässigkeit, kann man zumindest mal einen Grundsatz nennen und ich finde, der ist auch in Ihrem späteren Leben, wo sich ja so Fragen stellen mögen, war ich fahrlässig oder war mein Gegner fahrlässig, ja oder nein, das kann hilfreich sein, sich folgende grundlegende Unterteilung mal vor Augen zu führen. Die Maßstäbe an Profis sind strenger als diejenigen, die wir an Amateure anlegen. Ich finde diesen Satz unmittelbar einleuchtend. Also ich habe möglicherweise jemanden vor mir sitzen, der eine Privatperson ist, der nicht gewerblich handelt, der dem halt was passiert. Und auch der kann natürlich fahrlässig sein, selbstverständlich. Ja? Nur ich bin bei dessen Sorgfaltsmaßstab, den ich ja an ihn anlegen muss, bin ich eben nicht so streng, wie wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der im Rahmen seiner professionellen Tätigkeit gehandelt hat, also Beispiel einen Gewerbetreibenden. Ja. Die müssen sich besser auskennen, die müssen sorgfältiger sein, die müssen ihre Sorgfaltspflichten besser kennen. Von denen kann man einfach mehr erwarten. Diese allgemeine und ich gebe zu etwas schwammige Regel mag ebenfalls nicht in 100% aller Fälle zu einem abschließenden Ergebnis führen, aber ich finde es mal einen ganz guten Kompass. So. Dritte und letzte Bemerkung ist eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, wie das Leben sie schreibt. Vor Gericht saß, wieder eine dieser Geschichten, wo Menschen mit großen Augen auf der Beklagtenbank sitzen. Also vor Gericht auf der Beklagtenbank saß ein Verletzer und es handelte sich um einen relativ banalen und ökonomisch nicht gerade interessanten Bilderklau. Einer von diesen typischen Fotografien. Klau ist kein schönes Wort, aber Sie wissen schon, was ich meine. Da hatte also jemand ein fremdes Bild kopiert und das verwendet. Und der Hintergrund war eine von diesen typischen
Gebrauchtwarenverkaufssituation. Ja? Also jemand will irgendein Item, was bei ihm rumliegt, will das bei eBay oder sonst irgendwo verticken, und möchte da halt noch seine 2,50 € rausschlagen und sucht nun, um sein Angebot schön zu machen, und ich glaube, die Situation kennen viele von uns, sucht also im Netz nach einem Foto, findet ein Foto und stellt dieses fremde Foto auf sein eigenes Angebot ein. Die Klägerin oder der Kläger, das war der Fotograf, wenn ich mich richtig erinnere, nehmen wir mal die einfachen Fälle, es war der Fotograf, will also erstens Unterlassung und zweitens Schadensersatz. So, Unterlassung sowieso. Also dieser Anspruch ist begründet. Ja, fremdes Foto, der hat nicht mal einen Namen genannt, der hat ein fremdes Foto verwertet. Also Sie haben jede Urheberrechtsverletzung, die Sie nur wollen, haben Sie da drin. So, der Bestand. Das Problem war der Schadensersatz. Und jetzt hören Sie sich mal an, was der Verletzer gesagt hat. Der Verletzer hat gesagt: Ich schulde keinen Schadensersatz, weil ich nicht schuldhaft gehandelt habe. Ich habe A, nicht vorsätzlich gehandelt. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich habe das nicht gewusst. Und B, ich hätte es auch nicht wissen müssen. Sprich, ich war nicht fahrlässig. Und jetzt Achtung, warum? Ich bin auf das Foto gestoßen bei einer Bildersuche, die ich in meinen Browser eingegeben habe. Und zwar habe ich gesucht gratis Fotos oder gratis Bilder. Also, ich habe im Netz nach umsonst verfügbaren Fotos gesucht und dieses Bild ist mir dabei angeboten worden. Es war übrigens tatsächlich richtig. Das war eine Google-Suche und irgendwann tauchte tatsächlich, wenn man Fotos gesucht hat, tauchte dieses Bild, wenn man das Produkt noch dazu gesucht hat, natürlich, tauchte in der Tat dieses Bild auf. Bei einer sogenannten Gratissuche tauchte dieses aber nicht gratis vorhandene Bild auf, sondern es war ein normales, geschütztes Bild. So. Und das war dessen Versuch, zu sagen, ich war nicht fahrlässig. Da kann man schon mal kurz ins Nachdenken kommen. Ergebnis war aber trotzdem, wenn du sorgfältig gewesen wärest, dann wüsstest du, dass nicht alles, was eine Google-Suche als gratis ausspuckt, auch umsonst verwertbar ist. Also, und demzufolge hat das Gericht Fahrlässigkeit angenommen und die eigentlich schöne, also erstmal schön gedachte Entschuldigung, die der Beklagte vorzubringen versucht hat, hat nicht durchgegriffen. Dies allerdings hat eher anekdotischen Charakter. Damit komme ich zum zweiten, und das ist jetzt nicht mehr anekdotisch, das ist die dreifache Schadensberechnung. Einleitung, Vorrede. Klein a. Sie sollten jetzt fit sein, denn das, was hier jetzt in dem 97 Absatz 2 steht, da sehen Sie ja schon, das ist eine ganze Menge. Das ist Schadensberechnung auf dreifache Art und Weise nicht nur im Urheberrecht, sondern auch in sämtlichen anderen Immaterialgüterrechten. Das heißt, wir landen jetzt wieder bei so einem immaterialgüterrechtlichen Prinzip, oder Sie können auch sagen, einem Prinzip des geistigen Eigentums, nämlich, dass es da die Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung gibt, die es im allgemeinen Zivilrecht, wo wir nur Haftung für materielle Vermögensschäden, zumindest im Grundsatz, akzeptieren, die es dort also nicht gibt. Das ist jetzt eine immaterialgüterrechtliche Spezialität, die aber im Urheberrecht, wie im Markenrecht, wie im Patentrecht, wie im Designrecht Geltung haben wird. Das heißt, das ist jetzt ein Punkt. Immer noch Vorrede, immer noch Einleitung klein b. Sie sollten jetzt fit sein, siehe oben, denn das bietet sich für Prüfungen einfach an. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die ich eigentlich vielleicht nicht immer, aber fast immer in meine Klausuren einbaue. Dazu zählt zum einen der oben genannte, also in der vorvorletzten Folie bei der Rechtsfolgen 1 genannte Erschöpfungsgrundsatz. Auch so ein immaterialgüterrechtliches Prinzip, die man in den verschiedensten Rechtsgebieten durchdeklinieren kann.
Und zum anderen eben dieses hier, die dreifache Schadensberechnung. Bevor wir das jetzt miteinander lesen, und ich werde mir echt Wort für Wort Mühe geben, Sie müssen ein Vorwissen mitbringen, denn hier im Gesetz stehen eigentlich nur zwei von diesen drei Berechnungsmethoden. Die erste, die allererste, wird sozusagen vorausgesetzt. Das ist nämlich die allgemein haftungsrechtliche Schadensberechnungsmethode, die heißt, wer jemand anderem Schadensersatz schuldet, hat, Differenzhypothese, den Anspruch herzustellen, die Vermögenssituation herzustellen, die hypothetisch ohne eine Rechtsverletzung bestehen würde. Das heißt, man zieht den realen Vermögensstand von dem hypothetischen, nämlich ohne Rechtsverletzung, ab und gelangt dann zu einer Differenz. Und diese Differenz ist der Schaden, ist ein materieller Vermögensschaden. Das war BGB, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Und wenn Sie bei mir waren, kennen Sie das. Im Immaterialgüterrecht stellt sich nun die Problematik, dass dieser Ersatz eines materiellen Vermögensschadens unserem Geschädigten regelmäßig nichts bringt, weil es einen solchen materiellen Vermögensschaden nicht gibt oder sich diese nicht feststellen lässt. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, warum das Immaterialgüterrecht dann da noch Sonderberechnungsmöglichkeiten anfügt. Wie komme ich darauf, sowas zu sagen? Naja, ich gehe nochmal zurück zum Sachenrecht. Also, ich habe ein Auto. Jemand zerkratzt mir dieses eine Auto, mein Sacheigentum. So, dann habe ich einen materiellen Vermögensschaden und den kann ich beziffern, weil ich nämlich dieses Auto zur Reparatur bringen kann und die Reparatur kostet so und so viel und dann gibt es vielleicht noch eine Wertminderung und so weiter und so weiter und am Ende kommt eine Zahl dabei raus und diese Zahl ergibt sich aus der Rechtsverletzung, ergibt sich aus der Differenzhypothese, ergibt sich aus dem Abzug meiner realen Vermögenssituation von der hypothetischen Vermögenssituation, die ich hätte, wenn der Typ mir mein Auto nicht zerkratzt hätte. So. Jetzt verletzt jemand mein Urheberrecht. Jemand kopiert meinen halbtoten Hund-Text auf seine Facebook-Seite. Also A, kann man da irgendwas reparieren? Nee, das ist passiert. B, kann ich mit irgendeinem leeren Geldbeutel ankommen und sagen, ich habe so und so viel Geld weniger? Naja, ich werde möglicherweise mit einer relativ komplizierten Berechnung zu irgendwelchen Zahlen kommen können. Aber ich habe ein massives Berechnungs- und Schadensdarlegungsproblem, wenn Sie so wollen. So. Und weil man im Immaterialgüterrecht schon vor vielen, vielen Jahren erkannt hat, dass der Ersatz des materiellen Vermögensschadens zwar in Einzelfällen eine denkbare Lösung sein mag, aber in sehr, sehr viel mehr Fällen das nicht sein wird, weil es eben keine Reparatur oder keine Berechnung materieller Schäden gibt. Deswegen hat man in sämtlichen Immaterialgüterrechten zwei weitere, und Achtung, optionale, für den Geschädigten optionale, für den Rechtsinhaber zur Wahl stehende alternative Schadensberechnungsmethoden eingefügt, nämlich den Verletzergewinn, der steht hier jetzt als erstes drin sozusagen, ist aber in Wirklichkeit jetzt schon Berechnungsmethode Nummer 2 und die sogenannte Lizenzanalogie, die sich, kann ich glaube ich behaupten, als die häufigste Berechnungsmethode inzwischen herausgestellt hat. Und das sind jetzt die beiden, die da drin stehen. So, und wenn wir jetzt diese Dreifaltigkeit kapiert haben, dann können wir den 97 Absatz 2 und dann auch die Parallelvorschrift im Markenrecht und die Parallelvorschrift im Design und die Parallelvorschrift im Patentrecht, dann können wir die lesen und verstehen. Das ist nämlich dann immer überall gleich. Gucken wir also rein. Wer die Handlung schuldhaft vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Gemeint ist hier die übliche Berechnungsmethode, materieller Vermögensschaden, also im Grunde BGB.
Und jetzt kommen die Alternativen. Bei der Schadensbemessung kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielt hat, berücksichtigt werden. Das ist also stattdessen, dann will ich nicht meinen materiellen Schaden, den ich vielleicht gar nicht habe, sondern ich will das bekommen, was der Verletzer erwirtschaftet hat. Da fragen Sie sich vielleicht, wie läuft denn das in der Praxis? In der Praxis läuft es so, dass ich zuerst einen Auskunftsanspruch geltend mache. Das heißt, der muss mir offenlegen, wie sein Geschäft sozusagen gelaufen ist und so. Und dann wird daraus dann ein Gewinn berechtigt. Und ich kann diesen Gewinn, nicht berechtigt, berechnet, Entschuldigung, ich habe es heute irgendwie mit den schwierigen deutschen Wörtern. Dann wird daraus eben der Verletzergewinn berechnet und ich kann diesen Gewinn als meinen Schadensersatz beanspruchen. Das würde man im normalen Zivilrecht niemals machen. Ja? Also das eine ist mein Schaden, das andere ist dein Gewinn. Ein Zivilrechtler, der kein Immaterialgüterrecht macht, würde nie auf die Idee kommen, sozusagen den Beklagten dazu verurteilen, Gewinn herauszugeben, außer vielleicht bei 285 BGB, stellvertretendes Kommodum oder solche Geschichten. Aber normalerweise ist Schaden Schaden und Gewinn ist Gewinn. Hier aber im Immaterialgüterrecht kann das kommen. Das kann vorkommen, wenn natürlich der Beklagte gewerblich gehandelt hat und man sieht, dass der also da ein erfolgreiches Geschäft betrieben hat mit rechtsverletzenden Produkten. Und dann kann sich das natürlich im Einzelfall schon rechnen. Eher an der Unterkante des Verletzergewinns liegen die Werbeeinnahmen durch Werbebanner auf Webseiten. Das gibt's auch. Also jemand nimmt einen Text von mir oder nimmt ein Bild von mir oder nimmt vielleicht auch ein Video von mir, baut das auf seiner eigenen Webseite ein. Diese Webseite generiert Werbeeinnahmen, weil da nämlich verschiedene andere noch eben darauf werben. Dann kann das der Verletzergewinn sein, den ich als Schadensersatz geltend machen kann. Das ist aber natürlich so im Hausgebrauch nicht gerade besonders viel. Das wird natürlich dann erst interessant, aber das hat mit Jura nichts mehr zu tun. Das ist jetzt rein ins Ökonomische hineingeredet. Das macht dann eventuell Sinn, wenn das eine sehr erfolgreiche Seite ist, die viel Werbeeinnahmen generiert. Natürlich auch im YouTube-Fall. Ja. Also man kann ja Videos monetarisieren. Jetzt mal angenommen, diese Videos wären rechtsverletzend, was ohne weiteres denkbar ist. Siehe ein Zitat, das in Wirklichkeit gar kein Zitat ist oder sowas. Ja. Und dann könnte ich im Rahmen des Schadensersatzes das, was der Verletzer im Wege der Monetarisierung erlangt hat, verlangen. Da müsste man dann allerdings möglicherweise aber wieder anteilig berechnen. Ach, wissen Sie was, das wird jetzt zu kompliziert. Sie haben es mal gehört, Sie wissen also, es geht auch der Verletzergewinn. Die letzte und dritte Schadensersatzberechnungsmethode ist die Lizenzanalogie. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, die spielt eine große praktische und auch wirtschaftliche Rolle, insbesondere dann, wenn eine Rechtsverletzung nicht nur einmalig war, sondern sich über einen gewissen Zeitraum hinweg erstreckt hat. Lesen wir es. Der Schadensersatz kann auch auf der Grundlage des Fiktiven, setze ich da mal ein, ja, des fiktiven Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Lizenzvergütung, Sie merken, ich setze schon wieder was ein, als angemessene Lizenzgebühr hätte entrichten müssen, wenn er eine Lizenz, nämlich eine Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Urheberrechts, eingeholt hätte. Da sind wir jetzt natürlich klar nicht mehr bei irgendwelchen kleinen Homepages mit einem Werbebanner rechts oben, sondern jetzt sind wir im gewerblichen Bereich, also jemand hat ein Urheberrecht verletzt und ich habe schon angedeutet, das ist dann insbesondere praktisch relevant. Das ist jetzt wieder nicht juristisch, sondern praktisch relevant, wenn das über eine gewisse Zeit hinweg passiert ist, möglicherweise nur fahrlässig und
dann kann ich von meinem Rechtsverletzer verlangen, dass er mir das als Schadensersatz bezahlt, was ja wieder kein, nicht mein materieller Schaden ist. Das ist sozusagen eine hypothetische Rechnung. Kann ich das als Schadensersatz verlangen, was er mir hätte zahlen müssen, wenn wir zu marktüblichen Gegebenheiten eine Lizenz vereinbart hätten. Was dann wieder natürlich eine gewisse Berechnung und eine gewisse Marktforschung oder eine Markteruierung, wenn Sie so wollen, beinhaltet. Und damit wollen wir uns jetzt nicht befassen. Das war mal, das ging mal in die Millionen. Ich kenne einen Fall, den ich allerdings nicht vor mir liegen habe, den ich nur so ganz hinten in meinem Kopf habe. Eine große Behörde hatte sich eine Software machen lassen, die war also individuell auf diese Behörde zugeschnitten und das war wirklich ein großer Laden. Und die haben diese Software lizenzwidrig benutzt. Also sie haben sie für mehr Arbeitsplätze genutzt, als vereinbart worden war. Sie haben sie irgendwie, keine Ahnung, über eine Vertragsfrist hinaus benutzt. Sie merken schon, ich stochere im Dunkeln. Ich will damit nur sagen, dass also die Rechtsverletzung sich hier an einem Ort realisiert hat, wo man eigentlich erstmal nicht damit rechnet, dass hier Rechte verletzt werden, weil das war ja staatlich. Und zum Zweiten über eine gewisse Zeit und zum Dritten in einer großen Intensität, weil da relativ viele Mitarbeiter dauerhaft ein Programm in einer Art und Weise genutzt haben, wie sie es nicht mehr hätten nutzen dürfen. Und die Inhaberin der Rechte an dem Programm verklagte dann die Behörde und das war eine Zahl mit ziemlich vielen Ziffern, die dabei rausgekommen ist. Und das wurde eben ermittelt, jetzt mache ich nochmal die drei, nicht durch Berechnung eines tatsächlichen materiellen Vermögensschadens. Da sieht man wieder, der ist überhaupt nicht darlegbar, den gibt es in dieser Form überhaupt gar nicht. B, auch nicht über Verletzergewinn, denn diese Behörde hat nicht gewinnorientiert gearbeitet, die war einfach nur eine Behörde. Ja. Also C, blieb die Lizenzanalogie. Und wenn wir gewerbliche Rechtsverstöße vor Gericht haben und jemand Schadensersatz haben will, ist das heute eigentlich fast die Regel, dass dieser Schaden auf Art und Weise der Lizenzanalogie berechnet wird. Beziehungsweise es ist die Regel zumindest im Urheberrecht. In den gewerblichen Schutzrechten, also gerade wenn jemand nachhaltig fremde Patente, fremde Marken, fremde Designs verletzt und damit auch ein Geschäftel macht, dann kann auch der Verletzergewinn von großem Interesse sein. Aber das, wie gesagt, das sind Daumenregeln. Das ist kein richtiges Jura, was ich hier gerade betreibe. Na egal. Das war also die Tour de Force durch den Paragraphen 97 Urhebergesetz, also Ihre künftige Anspruchsgrundlage im Urheberrecht, zumindest dann, wenn Sie es richtig machen wollen. Und damit komme ich zur Rechte. Zuerst hatte ich ja geschrieben Rechtsübertragung und dann habe ich gesagt, Rechtseinräumung ist schöner und dann habe ich gesagt, das erkläre ich Ihnen später und später ist jetzt. Also, wir leben im Urheberrecht, wie sich eigentlich schon in der allerersten Folie, also der Matrix, die ich da vorgestellt habe, herausgestellt hat, in einem Grundspannungsverhältnis. Dieses Spannungsverhältnis kennzeichnet sich erstmal ohne irgendwelche Paragraphen anzugucken, dadurch, dass das Urheberrecht auf der einen Seite ein Menschenrecht ist, ein Persönlichkeitsrecht ist und das klebt an der Person. Ja? Also ich bin gekommen, um zu bleiben. Das heißt, das wird man nicht los. Das zumindest ist unsere kontinentaleuropäische Vorstellung von, naja, Menschenrechten, Persönlichkeitsrechten allgemein und insbesondere eben auch dem Urheberrecht. Das ist die eine Seite des Spannungsverhältnisses. Die andere Seite ist diejenige, dass selbstverständlich mit, jetzt sage ich es vorsichtig,
Nutzungsrechten, also urheberrechtlichen Befugnissen, auch gehandelt werden kann. Ich meine, jede Software, die Sie erwerben, falls Sie das überhaupt rechtmäßig tun, ist ja nichts anderes als eine Nutzungslizenz über einen urheberrechtlich geschützten Gegenstand. Das heißt, es gibt offenbar beides. So, vielleicht schon im Vorgriff. Diese Komplikation, die wir jetzt hier haben, die nebenbei gar nicht so schwierig aufzulösen ist, diese Komplikation werden wir später bei den gewerblichen Schutzrechten nicht mehr haben. Marken, Designs und Patente sind ganz normale Handelsgüter. Immaterielle Handelsgüter von mir aus, aber Handelsgüter. Das heißt, diesen Eiertanz, den ich jetzt hier gerade vollführe für das Urheberrecht, den wird es später im gewerblichen Rechtsschutz nicht geben. So. Die eine Seite dieses Spannungsverhältnisses ist der 29 und den habe ich in der Tat in der allerersten Folie schon erwähnt. Eigentlich beide Seiten kennzeichnet der bereits, aber der schlagende Satz ist ja der, der da oben steht. Ja? Also 29 Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht, Klammer auf, Menschenrecht, Klammer zu. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar. Da haue ich jetzt wieder einen Punkt rein. Punkt. Ja. Gekommen, um zu bleiben. Das Urheberrecht ist an den Schöpfer gebunden oder es ist in ihm oder sowas. Also so am Menschen. So. Es sei denn, und dann stirbt jemand. Das interessiert mich jetzt nicht. Und jetzt kommt, zulässig sind Einräumung von Nutzungsrechten, § 31 fortfolgende. Und dann will ich an dieser Stelle mal Schluss machen. Das heißt, man kann das Urheberrecht als solches nicht übertragen. Man kann aber, und darum Rechtseinräumung, Nutzungsrechte einräumen. Und jetzt merken Sie auch, warum ich dieses Rechtsübertragung ausgetauscht habe durch Rechtseinräumung. Naja, weil es in dem 29 eben genauso drin steht. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, man kann aber Nutzungsrechte einräumen. Da muss man ein kleines bisschen hin und her konstruieren. Also ich bin der Urheber, ich behalte das Urheberrecht, aber ich gestatte jemand anderem, mein Urheberrecht zu nutzen. Und das ist natürlich der Standardverwertungsvertrag, also du Buchverlag, du Musikvertrieb, du Filmvertrieb, du Disney, Netflix, wie auch immer du heißen magst, darfst das von mir geschaffene Werk verwerten. So. Ich hab's aufgegeben im Laufe dieser Vorlesung, jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Denn eigentlich hilft das auf dem Niveau, auf dem wir jetzt hier Immaterialgüterrechte miteinander betreiben, niemandem. Und zum anderen gibt es einfach ein Stichwort, und das Stichwort kennen Sie, das heißt Privatautonomie. Privatautonomie bedeutet, diese Einräumung von Nutzungsrechten, die man auch Lizenz nennt, kann zwischen den Parteien so vereinbart werden, wie die das wollen. Und da gibt es eine riesengroße, aber dann eher bürgerlich-rechtliche Literatur, die sagt, das ist eine Lizenz, die ist so ähnlich wie Miete, das ist eine Lizenz, die ist so ähnlich wie Kauf, dann gibt es sogar Leasing-ähnliche Modelle und so weiter und so weiter. Das müssen wir hier nicht miteinander betreiben. Die Parteien sind autonom, sich einfallen zu lassen, was sie für Lizenzvereinbarungen haben wollen. Ich will zwei Punkte vielleicht noch erwähnen. Das erste ist, was bedeutet eigentlich Exklusivlizenz? Denn das ist ja gar nicht so unhäufig. Und das zweite kommt dann unten, die Zweckübertragungslehre. Die allerdings ist mir dann sehr wichtig. Erstens, Exklusivlizenz, naja, ich kann jemandem die Nutzungsrechte an meinem Werk exklusiv einräumen. Und wann immer derjenige, dem ich da professionell, also sozusagen ein Gewerbe ist, dem ich da was einräume, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es sich um eine Exklusivlizenz handeln wird. Also du bist alleinberechtigt, meine Musik zu vertreiben, du bist alleinberechtigt, mein Buch rauszubringen, das ist eigentlich fast das Normale. Diese Exklusivlizenzen richten sich
auch gegen den Urheber selbst. Da wird nun ein Autor oder so jemand wird mit dem Kopf nicken und wird sagen, ja, das weiß ich schon. Aber das bedeutet, dass eben auch der Urheber selbst dann nicht mehr die Möglichkeit hat, statt der, also obwohl er eine exklusive Lizenz erteilt hat, selber auch noch parallele Verwertungshandlungen zu unternehmen. Ich erlebe das in jungen Musikerkreisen relativ, naja, häufig ist übertrieben, aber es kommt immer wieder vor, dass Musiker, die was werden wollen in dem Business, dass die GEMA-Mitglieder werden. Und ich sage Ihnen kein Geheimnis, die GEMA will einen Exklusivvertrag. Was einschließt, dass diese Musiker ihre eigene Musik nicht mehr parallel auf ihren Webseiten, auf Facebook, auf Insta, auf wo auch immer verwerten dürfen. Da sind die immer schrecklich erstaunt und schimpfen über die böse GEMA. Und man kann schon über die böse GEMA schimpfen, kann man schon machen. Nur an dieser Stelle hält sich nun mein Mitleid in Grenzen, denn man hätte einfach nur vorher mal kurz zu lesen brauchen, was man da unterschreibt. Ja, so. Also so viel zum Thema Exklusivlizenzen. Da haben Sie schon gemerkt, da war jetzt nicht gerade viel Dogmatik drin, denn exklusiv bedeutet eben einfach exklusiv. So, damit kommen wir zur Zweckübertragungslehre und dafür würde ich dann doch noch mal etwas weiter ausholen und Ihnen insbesondere auch das ein oder andere Beispiel liefern, damit Sie mal sehen, was diese Zweckübertragungslehre eigentlich alles auslösen kann. Die Zweckübertragungslehre steht hier in dem 31 Absatz 5. Der, wenn man seinen Schutzzweck nicht kennt, bei unbefangenem Lesen nicht so wahnsinnig informativ ist. Darum werde ich jetzt versuchen, da eben Sie daran hinzuführen. Also erstens wieder ein bisschen Wortklauberei. Da steht Zweckübertragungslehre, so liest man das auch, so wird das auch unter den Urheberrechtlern und Juristen genannt. Aber Lehre ist eigentlich nicht das richtige Wort, denn es ist eine Regel. Es ist eine Regel, erstens, die steht ja im Gesetz, ja, Zweckübertragungsregel, das ist der 31 Absatz 5, das ist eine Norm. Und zweitens ist es auch insofern eine Regel, als dass es sich im Grunde um eine Vertragsauslegungsregel handelt, nämlich, wie Sie sehen werden, wir werden im Zweifel Lizenzverträge eng und auf den jeweiligen Einräumungszweck beschränkt auslegen. Es gibt sogar Menschen, die reden von Zweckübertragungstheorie, aber das leuchtet mir nun gar nicht mehr ein. Das ist nun überhaupt gar keine Theorie, das ist praktische Realität. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Evolutionstheorie, ohne die erste oder auch die zweite Hälfte des Wortes verstanden zu haben. Aber das gehört nun tatsächlich nicht hierher. Lesen wir mal rein und vielleicht gelingt es mir ja, an der einen oder anderen Stelle ein Wörtchen einzufügen, um die Schutzrichtung, die eine klare Urheberschutzrichtung ist. Also mal laienhaft erklärt. Der Urheber ist ja das Schutzsubjekt des Urheberrechts. Schön, um den geht's. Das ist sein Menschenrecht so. Und die Zweckübertragungslehre ist nun dafür da, dass der nicht mehr überträgt als das, was er übertragen will zu diesem vertraglichen Zweck. Das heißt, die schützt ihn nochmal darin, dass er nicht, darf ich das Wort benutzen, überüberträgt. Ja? Also, dass das nicht überschießt sozusagen. So, das ist die Idee. Das ist eine klare rechtspolitische Entscheidung, die da drin steckt. So. Gibt aber also echt eine Menge Fälle zu diesem Thema. Werden Sie gleich sehen. Auch aktuelle Fälle. Aktuelle Fehler gibt es natürlich auch, aber aktuelle Fälle. So. Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die jeweiligen Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bestimmt, so bestimmt sich nur nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Zweck, auf welche Nutzungsarten die Einräumung sich nur erstreckt.
Entsprechendes gilt für die Frage, ob Nutzungsrechte und so weiter, ob einfach oder ausschließlich und so weiter. Das lassen wir mal so. Das heißt, im Grunde ist der Satz, und darum habe ich vorhin gesagt, der wird dann nicht so hundertprozentig und nicht so ohne weiteres deutlich, ist derjenige, wir Gerichte, und das ist jetzt Vertragsauslegung. Also im Grunde ist dieser 31.5 on top auf die normale zivilrechtliche Vertragsauslegung aufgesetzt. Für das Urheberrecht, für das Urheberlizenzrecht. Das heißt, aus dem Zivilrecht kennen Sie natürliche Auslegung, nach dem wirklichen Willen dann objektiv-normative Auslegung, objektive Empfängerhorizont, Berücksichtigung der Umstände und des Verkehrsverständnisses und so weiter und so weiter. Und im Urheberrecht kommt sozusagen oben drüber, wie so eine Art Schirm, kommt die Zweckübertragungslehre, die sagt, also im Zweifel ist immer nur so viel eingeräumt, wie zur Erreichung dieses Vertragszwecks zwingend notwendig ist. Vertragsauslegungsregel. Interessant und praktisch wirksam wird das vor allem bei neu entstehenden Nutzungsformen. Und das passiert durch die Geschichte hindurch, gerade in Zeiten der Digitalisierung, ja am laufenden Meter. Wenn Sie nur mal das Beispiel Filme nehmen wollen, die wurden also ursprünglich völlig linear verwertet, sei es jetzt nun durch Sendung im Fernsehen oder sei es durch Vorführung im Lichtspieltheater, also im Kino. Daran schloss sich immer noch analog die Möglichkeit der Videokassetten, also VHS-Technik an. Die war damals neu. Dann wurde es irgendwann digital mit den DVDs und bis heute jetzt ist Streaming. Und dann eben bis in die zukünftigen denkbaren neuen Verwertungsformen hinein. Frage ist jetzt natürlich, inwieweit auf eine irgendwann früher geschlossene Vereinbarung, diese späteren Verwertungsmöglichkeiten auch noch in die ältere Vereinbarung eingeschlossen sind. Ich gebe Ihnen hierzu mal diesen wunderbar gut aussehenden jungen Mann, der Traum der schlaflosen Nächte ihrer Großmütter, Sie selbst kennen den nicht mehr, der war vor Ihrer Zeit. Und wenn Sie ihn doch noch kennen, dann leiden Sie möglicherweise an einer interessanten Art der Frühvergreisung. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Erklärung dafür. Jedenfalls ist dieser Mensch, sein Name ist Pierre Brice, unschwer als der Schauspieler zu erkennen, der die Figur des Apachenhäuptlings Winnetou verkörpert hat. Diese Filme stammen aus den 1950er, 1960er Jahren, also aus Zeiten, zu denen das Wort digital wirklich ein Fremdwort war und niemand sich vorstellen konnte, wie dereinst einmal Filme verwertet wurden. Damals, als es nur drei Fernsehprogramme gab, haben die Leute diese Filme natürlich gesehen. Die sind sehr gut gelaufen. Praktisch jeder kannte den Pierre Brice und jeder kannte diese Filme. Ich will jetzt aber nicht auf den Winnetou als Figur hinaus, sondern ich will auf den Regisseur hinaus. Der hatte mit einer Filmverleihfirma, einer deutschen Filmverleihfirma, die später in Insolvenz gegangen ist, eine Insolvenz, an der wir übrigens bis heute noch zu knabbern haben, wenn Sie so wollen. Der hatte also in den 50er oder 60er Jahren, vor ewigen Zeiten, einen Verwertungsvertrag mit diesem Filmverleih geschlossen. Die Klage, die es viele Jahre später gab, wurde nicht von diesem Regisseur selbst geführt, der war nämlich inzwischen verstorben, sondern von seinem Sohn. Und das ist eine typische Urheberrechtskonstellation, die kennen Sie auch schon so ein bisschen aus Loriot, ähnlich übrigens bei Astrid Lindgren und der Verwertung der Pippi Langstrumpf-Bücher und Filme und sonstigen Accessoires. Also oft sind es die Nachkommen, die dann die Urheberrechte, die, wie Sie ja wissen, 70 Jahre postmortem auctoris gelten, die einfordern. Und der Witz an der Geschichte war hier derjenige,
Die ursprüngliche Vereinbarung hatte sich als Exklusivvertrag auf die Verwertung dieser Filme gerichtet. Und der Filmverleih ist hinterher ganz selbstverständlich dazu übergegangen, neue Technologien jeweils auch in sein Programm mit aufzunehmen, insbesondere DVDs. Und da ist nun der Erbe des Regisseurs gekommen und hat gesagt, nein, das ist im originalen Vertrag nicht enthalten gewesen. Darauf argumentiert die Verleihfirma erstmal mit Recht, Entschuldigung, das ist ein exklusiver Vertrag. Wir sind mit der Verwertung dieser Filme beauftragt und dazu berechtigt. Also bitteschön, was hast du für ein Problem damit, dass wir das jetzt auch mit DVDs machen, die es ja damals noch nicht gegeben hatte? Und im normalen Zivilrecht wäre es so, dass wir versuchen, diesen alten Vertrag auszulegen. Wir versuchen sozusagen nach dem wirklichen Willen der Parteien zu gehen. Wir versuchen Wortlaut, der natürlich nicht weiterhilft, weil das Wort DVD kam da nicht vor. Egal, objektiver Empfängerhorizont etc. etc. würden wir zu vielleicht dem einen oder anderen Ergebnis kommen. Das ist im Urheberrecht aber wesentlich anders dadurch, dass wir diese Zweckübertragungslehre haben und diese Zweckübertragungslehre, ich sage jetzt mal, ordnet an, dass die jeweiligen Vereinbarungen aus Urheberschutzgründen und fortgesetzt dann natürlich auch aus Urhebererbenschutzgründen, muss man ehrlicherweise immer dazu sagen, dass also aus diesen Schutzgründen jeweils nur dasjenige Recht als eingeräumt gilt, das zum jeweiligen Zeitpunkt mit dem Zweck zwingend verknüpft war. Und das wiederum hat sich damals nur auf die analoge lineare Verwertung bezogen und nicht auf spätere Verwertungsformen, mit dem Ergebnis, dass der Erbe Recht bekommen hat und dass für die dann weiterfolgende Verwendung auf DVD und später auf was noch alles gekommen ist, je neue Lizenzvereinbarungen auszuhandeln waren. Ganz berühmtes Urteil übrigens. Nächstes Beispiel, nicht aus dem letzten Jahrhundert, sondern gerade top aktuell durch Covid-19 bzw. durch Corona befeuert, aber eigentlich brauche ich für so ein Beispiel kein Corona. Es handelt sich um eine Institution der Weiterbildung. Da werden Seminare abgehalten und diejenigen, die sich weiterbilden wollen, die kommen dahin, hören sich die Seminare an, lernen was dazu, schreiben eine Klausur, kriegen dann ein Zertifikat, gehen wieder nach Hause und alle sind glücklich. So. Diese Seminare werden abgehalten von unterschiedlichen Dozentinnen aus ganz Deutschland, die dann immer da anreisen und diese Seminare halten und die kriegen dafür ein Entgelt. Ja, also die werden dann für einen so einen Seminartag kriegen die irgendwie Geld eben. So, schön. Gibt keine größeren Verträge, kein gar nichts. So, Sie haben im Hinterkopf bereits Folgendes. Wenn ich so ein Seminar halte als Dozent, habe ich an dem, was ich da sage, wenn ich die Schöpfungshöhe erreiche, und ja, die erreicht man bei so einer Weiterbildungsveranstaltung, ein Urheberrecht. Das ist ein Sprachwerk. So. Jetzt stellt Corona-bedingt, aber das wird auch nach Corona so sein, immer wieder, nicht immer, aber immer öfter. Jetzt stellt der Anbieter seine Seminare um. Und zwar von Präsenzangebot, was nicht mehr stattfinden kann, weil Kontaktbeschränkungen, auf Online-Angebot. Und den Dozentinnen wird gesagt, ja, ihr müsst jetzt nicht mehr anreisen, ihr müsst nicht mehr ins Hotel, ihr müsst mehr, sondern ihr setzt euch einfach zu Hause hin und gebt das Seminar per Netz mit dem so und so Konferenzprogramm live und in Farbe. Und die Seminaristen, die müssen auch nicht mehr alle anreisen, sondern die können auch alle zu Hause in ihren Büros sitzen und können sich das angucken und dann schreiben die wieder ihre Klausur und dann kriegen sie wieder ihr Zertifikat und alles ist in Ordnung. So, und plötzlich haben wir ein Online-Angebot. So weit, so gut. Die Dozenten werden immer noch bezahlt. Immer noch alles in Ordnung. Aber der Anbieter, ohne sich was Böses dabei zu denken, schneidet diese Veranstaltungen mit. Das heißt, danach gibt es plötzlich eine Aufzeichnung. Und jetzt ist die Frage, wer hält die Rechte an dieser Aufzeichnung? Und wer hat dann insbesondere
die Befugnis, diese Aufzeichnung weiterzuverwerten. Das heißt, es kommen neue Leute, die dieses Seminar gemacht werden und die kriegen dann einfach einen Zugangscode und die können sich das dann wieder angucken, können wieder und dann kommen die nächsten Leute und dann wird vielleicht jemand mal in Videozugang gegeben oder vielleicht sogar eine Datei verschickt oder sowas gemacht. Darf der Veranstalter, der Weiterbildungsveranstalter das einfach machen? Sorry, bei aller Liebe, also ich habe es gerade erst erlebt, dass die das einfach so gemacht haben und wirklich einfach nicht weiter nachgedacht haben. Aber 31.5 spricht eine andere Sprache. Ja? Spricht die Sprache, dass nämlich das Werk, dass dasjenige der Dozentinnen ist, nur insoweit dem Weiterbildungsveranstalter zur Verwertung überlassen ist, wie es eben gerade notwendig war. Und das ist die einmalige, am Anfang Präsenzlehre und spätere Online-Lehre. War Ihnen das Beispiel zu kompliziert? Ich hoffe nicht. Es ist zumindest eins aus der anwachsenden Praxis der Netzangebote. So, noch ein Beispiel und dann sind wir aber mit der Zweckübertragungslehre wirklich durch. Das ist eigentlich erstmal brutal trocken aussehender Fall. Da geht es um Lärmschutzwände. Ich mag ihn dennoch, denn er hat also einen leichten Föderalismus-Aspekt. Und die Frage ist, reicht der Vertragszweck und dann damit die Zweckbindungszweckübertragungsregel, reicht die auch von einem Bundesland ins nächste? Aber es kommen auch noch andere Sachen vor, nämlich zum einen den 43 Urhebergesetz, den wir uns schon angeguckt haben, wo es um die Frage der Übertragung der Nutzungsrechte an den Arbeitgeber geht. Und zum zweiten die kleine Münze. Und hier eigentlich sogar eine relativ kleine Münze, ohne jemanden beleidigen zu wollen. Ich bin kein Experte für Lärmschutzwände, aber ich wäre von alleine nicht darauf gekommen, dass das schutzfähige Gegenstände des Urheberrechts sind. Aber siehe da, es scheint so zu sein. Das ist jetzt mehr oder weniger aus einer gerichtlichen Pressemitteilung. Das heißt, man versteht praktisch alles. Ich muss nichts mehr erklären. Zweckübertragungslehre und Föderalismus, so habe ich das genannt, jetzt in den Worten des Gerichts, weiß gar nicht mehr, welches es war. Lärmschutzwände können urheberrechtlichen Schutz genießen. Okay, also da drin steckt eine Wertung 2 Absatz 2 Urhebergesetz. Mensch, können wir alles nochmal wiederholen. Kleine Münze, Schöpfungshöhe, Gestaltungshöhe, Die Kollegen werden sich also diese Wände angeguckt haben und werden gesagt haben, ja, hier findet sich die notwendige Individualität. Und wahrscheinlich wird mir ein Experte in diesem Gebiet sagen, dass das durchaus großen Spielraum beinhaltet und man Lärmschutzwände eben so oder auch anders formen kann. Und klar, ich rede mich leicht, ich habe echt keine Ahnung davon, aber jetzt fällt es mir ein, manchmal fährt man so an der Autobahn entlang oder mit dem Zug irgendwo und die sind tatsächlich unterschiedlich. Also okay, akzeptiert. Zweitens, jetzt wird es eigentlich erst lustig. Er stellt ein Landesbediensteter im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit die Werke, also hier die Lärmschutzwände, räumt er seinem Dienstherrn, Achtung, ich füge jetzt was ein, zwar ein Nutzungsrecht ein, gemäß § 43 Urhebergesetz. Haben wir schon gehabt, wiederholen Sie es, gehen Sie in eine alte Folie, ich glaube es war Nummer 2 oder Nummer 3, wo wir es hatten. Nach 43 ein Nutzungsrecht ein. Dieses ist, ich lese jetzt weiter, im Zweifel jedoch kein räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Und dieser Kerl ist Landesbeamter und die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 18 Bundesländern und darum geht es jetzt. Der Kläger war Beamter in Niedersachsen und hat für das Land Niedersachsen als Architekt schutzfähige Lärmschutzwände erstellt. Das habe ich vorhin gesagt, Nachbarland, also nicht Nachbarland, ist ja egal, das Land Hessen fertigt hiernach, also nach den Unterlagen, oh, das ist schlecht, hiernach Selbstschutzwände, nach den Unterlagen des Lägers, also muss ich irgendwann mal verbessern. Die haben also dessen Vorlage genommen, dessen Entwurf, würde man sagen, genommen und ihre eigenen Lärmschutzwände gebaut, aber Architekt dieser Wände war immer noch unser niedersächsischer Kläger. Der Kläger sieht darin eine Verletzung seiner Urheberrechte und kriegt vom Bundesgerichtshof hochgestritten Recht. Im Zweifel werde nur das an Rechten übertragen, was zwingend erforderlich sei, § 31 Absatz 5 Urhebergesetz, Zweckübertragungsregel.
Dieses zwingend Erforderliche sei hier nur die rechte Einräumung an seinen eigenen Arbeitgeber, das Land Niedersachsen, gewesen. Es sei nicht davon auszugehen, dass der niedersächsische Landesbedienstete damit auch dem Land Hessen eine entsprechende Nutzungsbefugnis einräumen wolle. Dienstherr sei ausschließlich Niedersachsen, nur demgegenüber sei der Beamte verpflichtet. Das heißt, der Klage unseres niedersächsischen Architektenbeamten gegen das Land Hessen wurde stattgegeben, mit dem, wie Sie vielleicht jetzt verstanden haben, echt ziemlich scharfen Schwert des 31 Absatz 5 Urhebergesetz. Das war das letzte Thema im Urheberrecht und dann ist es over, die Schutzfrist. Das müsste jetzt ja einigermaßen fix gehen und ist zu wesentlichen Teilen bereits vorbekannt. Wenn Sie sich das Gesetz kommentieren wollen, also der 64, den habe ich ja auch schon erwähnt, der muss mitgedacht werden mit dem 65, nämlich wenn mehrere miteinander was gemacht haben, und beide müssen zusammen gedacht werden mit dem 69. So, wenn man die drei hat, und die stehen ja hier auf der Folie, dann ist man plus minus informiert. Also 64 Urhebergesetz, das Urheberrecht erlischt 70 Jahre postmortem auctoris, nach dem Tode des Urhebers. Der ist so ein bisschen Latein zwischendrin, gell? Nur um damit angeben zu können. Soweit, so offensichtlich, so klar. Jetzt 65, und da habe ich noch zwei echte, naja, eigentlich eher unschöne Beispiele. Werden Sie gleich sehen. Steht das Urheberrecht mehreren Miturhebern zu? Also Paragraph 8 hatten wir schon, damals haben wir über Udo Lindenberg geredet und der irgendwelche Kneipengespräche mit irgendwelchen ehemaligen Schlagzeugern ausgetauscht hat und solche Geschichten, also die Miturheberschaft. So erlischt das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tode desjenigen, der es am längsten schafft. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel, die Beatles. Das sind jetzt nun Lieder, die auch noch in der Zukunft wahrscheinlich Tantiemen abwerfen werden. Die sind normalerweise geschrieben, die meisten zumindest, von Lennon McCartney, also John Lennon, Paul McCartney. Der John Lennon ist tot, der Paul McCartney lebt noch, und solange wie der noch lebt, also ich spreche diese Zeilen am 18. November 2020, ich hoffe, sie sind noch wahr, solange der noch lebt, kann niemand sagen, wann die 70 Jahre zu laufen beginnen. Den Absatz 2 finde ich einfach nur lustig. Ich habe den selber natürlich nicht im Kopf, aber ich gucke immer mal wieder gerne rein, weil es irgendwie eine lustige Aufzählung ist. Wie ist es eigentlich bei Filmen, wo wir es mit vielen Urhebern zu tun haben können? Bei Filmen und Werken, die sowas Ähnliches sind, erlischt das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des längst Lebenden der folgenden Person. Und jetzt wird aufgezählt: Hauptregisseur, Urheber Drehbuch, Urheber Dialoge, Komponist, und das war's. Ja, schön. Also die Schauspieler scheinen da keine Rolle zu spielen. Na, akzeptiert. Und jetzt der Vollständigkeit halber, diese Fristen beginnen nicht am Todestage, sondern 69 Urhebergesetz mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das für den Beginn der Frist maßgebende Ereignis, Juradeutsch, damit ist der Tod gemeint, ja, also mit dem Ablauf desjenigen Kalenderjahres, in dem der Schöpfer gestorben ist oder der längst lebende Schöpfer gestorben ist. Das kann man übrigens, wenn man darauf achtet, immer so in der zweiten Dezemberhälfte kann man das immer so, also ein bisschen in den Zeitungen, in den Feuilletons insbesondere, verfolgen. So zu Weihnachten gibt es dann oft nicht mehr so viele Nachrichten und so, und dann fangen die Literaturjournalisten, Musikjournalisten, Kulturjournalisten fangen also an zu gucken, welches Werk wird denn zum 1. Januar des jetzt nun kommenden Jahres frei?
Und also jetzt wären es also die Menschen, die im Laufe des Jahres 2050 gestorben sind, deren Werke, 2050, was rede ich, 1950 gestorben sind, deren Werke würden jetzt also zum 1. Januar 2021 frei werden. Wir hatten eine ganz interessante Diskussion vor 5 Jahren, als nämlich also diejenigen, die 1945 gestorben sind, als deren Werke frei wurden, unter anderem das Werk Mein Kampf des ehemaligen Gröfferts des deutschen, damaligen deutschen Reiches. Lassen wir das so stehen. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt noch zwei Twists. Der erste liegt genau bei dem, was ich gerade eben erzählt habe, nämlich auch Zweiter Weltkrieg. Die meisten von Ihnen werden wissen, es gibt das Tagebuch der Anne Frank. Die Anne Frank ist im Konzentrationslager verstorben und hat vorher dieses Tagebuch geschrieben. Die ist 1945, also kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, gestorben. Das heißt, deren Werk wurde gemeinfrei im Jahr 2015. Und es gab damals den Versuch, soweit ich weiß, ist der aber nicht erfolgreich gewesen, das im Nachhinein so zu drehen, als habe sie dieses Tagebuch nicht alleine geschrieben, sondern als habe ihr Vater, der sie überlebt hat, denn der ist nicht 1945 gestorben, als habe der nachträglich an diesem Tagebuch sozusagen mitgewirkt. Sie merken, das Argument, was da dahinter steht, ist ein rein ökonomisches. Da geht es einfach nur darum, die Schutzfrist eben noch ein bisschen verlängern zu können und noch ein bisschen mehr an diesem Buch verdienen zu können. Und an diesem Buch kann man eine ganze Menge verdienen, weil das nämlich regelmäßig von sämtlichen Schulkindern in sämtlichen Schulklassen gelesen wird. So. Aber wie wir bereits gelernt haben, bedeutet Miturheberschaft, da kann man den Paragraphen 8 sehr schön subsumieren, bedeutet gewolltes, gemeinsames Zusammenwirken. Sie erinnern sich an Udo Lindenberg und so weiter und so weiter. Das heißt, davon konnte man im Falle dieses Tagebuchs also nicht sprechen. In eine ganz ähnliche Richtung, aber jetzt ohne Zweiter Weltkrieg, zielt, und das ist jetzt die letzte Folie des Urheberrechts, und müssen Sie schon zugeben, da habe ich Ihnen eine besonders schöne Folie, farbenfrohe, schöne Folie, wo es auch nochmal um ganz schön viel Geld, ich glaube 800 Millionen Dollar oder wie sowas Krasses geht. Also nee, es geht, insgesamt ist das Vermögen, das der John Lennon hinterlassen hat, angeblich 800 Millionen Dollar. Ich habe keine Ahnung. Es geht aber um ein konkretes Lied. Also, John Lennon sollte Ihnen ein Begriff sein, spätestens nachdem ich ihn jetzt in dieser Vorlesung ungefähr 20 Mal erwähnt habe. Der hat also eine Menge Lieder geschrieben und hat nach der Auflösung der Beatles das ziemlich bekannte Lied Imagine, Imagine all the people, geschrieben. Und das ist auch eins von diesen Liedern, wo man gut dran erklären kann, dass eben die Schutzfrist nicht endet mit dem Tod desjenigen, der da das Lied geschrieben hat, sondern dass das Lied eben mit dem Menschen darinnen, den Menschen, den Schöpfer überdauert und eben diese 70 Jahre etc. etc. So. Den Lennon haben sie erschossen, also haben sie nicht, hat ein Typ, hat den Lennon, da John Lennon, vor dem Haus, in dem sich das Apartment befand, in dem der John Lennon gewohnt hat, damals mit der Yoko Ono schon zusammen, den also aufgespürt, den gefragt, Are you John Lennon? Darauf hat der John Lennon geantwortet, Yes, und darauf hat der Kerl ihn erschossen. So, dies geschah im Jahre 1980. Woraus sich errechnen ließe, dass zumindest das deutsche Urheberrecht an, und ich nehme jetzt mal nur dieses eine Lied, Imagine, zum 31.12.2050, und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht schlimm verrechnet, auslaufen würde, was wiederum dazu führen würde, dass danach das Lied gemeinfrei ist und beliebig verwertet werden kann. Und jetzt, ich meine, ich war ja nicht dabei. Und jetzt passiert so was Ähnliches wie gerade mit der Anne Frank und ihrem Vater. Nur hier ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt, das hier hat ein bisschen mehr Hand und Fuß. Die Lebensgefährtin von John Lennon, Frau Yoko Ono, hat wohl, ich sage echt wohl, weil ich war nicht dabei und das ist alles so Gerüchte, so
so Gossip-Zeug aus der Klatschpresse, was ich Ihnen da erzähle. Also sagen wir es mal anders. Es besteht die Möglichkeit, dass der John Lennon dieses Lied Imagine nicht alleine geschrieben hat, sondern zusammen mit der Yoko Ono. Weil die waren tatsächlich 24/7 zusammen damals, zu dieser Zeit, immer. Und wenn das so wäre, dann hätte auch die Yoko Ono hieran Urheberrechte und die lebt noch. Die ist zwar inzwischen am 18. November 2020 schon 87 Jahre alt, aber sie lebt noch. Und wenn das so wäre, dann würde die 70-Jahresfrist erst mit dem Ablauf des Jahres beginnen, in dem dann die Frau Yoko Ono verstirbt, mit den Konsequenzen, die ich Ihnen schon erzählt habe. Daraus kann man einen Fall drehen. Ja? Der Fall muss notwendigerweise in der Zukunft spielen. Letzter Fall im Urheberrecht und nur gedacht, ja, nur aus der Hüfte. Der muss also spielen nach 2050. Und jetzt nehmen Sie irgendeinen Musikverlag X, der Imagine in neuer Version herausbringen will, und zwar im Jahr 2052. Unter der Annahme, dass das Lied dann gemeinfrei sein wird, weil ja der John Lennon dann schon 70 Jahre tot sein wird. Dann kommt nicht die Yoko Ono, weil die wird es bis 2050 nicht schaffen, sondern der gemeinsame Sohn, Sean Lennon, den Sie hier sowohl oben als auch unten auf der rechten Seite sehen, und wird dann gedacht, in meinem gedachten Fall wird sagen, nein, das Urheberrecht ist noch nicht abgelaufen, denn es handelte sich um einen Fall der Miturheberschaft, denn nicht nur mein Papa, sondern auch meine Mama hat das Lied Imagine geschrieben. Und wissen Sie was? Das war das Urheberrecht.